Können wir uns jetzt auch bei den Tatos bedienen eventuell? Ja, können wir. Aber die sind schwer, ne? Oh, oh, oh! Es tut mir leid. Oh nein, beruhigen die sich wieder? Beruhigen die sich wieder? Bitte. Und ich musste jetzt natürlich nochmal vom Nickerchen in Sanctuary bis hierher alles nochmal spielen. Aber okay, warum haben die mich dann jetzt bitte beschossen gehabt? Ach, ich darf nicht. Ich darf mich nicht bei jeder Tato-Pflanze bedienen. Ach, Herr Jemine. Aber ein paar können wir schon mitnehmen. Vorsichtig, vorsichtig. Wer weiß, was wir daraus noch so basteln können. Die werden ja nicht schlecht. Die bringen uns doch jetzt auch Essen, ne? Aber verstrahlte Essenspunkte, richtig? Ja, auf jeden Fall sollten wir vorher abkochen oder so. Hallöchen, das ist doch die Frau, ne? Mit der wir reden sollen. Wenn wir Handel treiben möchten, wir können ja ihre eigenen Tatos dann andrehen. Wer weiß, wie viel Kronkorken die hat. Nicht, dass ich mich jetzt hier übervoll mache. Ich guck erstmal. Hi. So, hi Conny. Conny Mensch, ich grüße dich. Wie geht's dir? Kurz unterbrechen. Ich will nicht stören. Neu hier? Ach, die Gesichter alle, ne? Kannst du gern mit mir reden. Beautiful Face Mod oder so. Was hast du denn vorrätig? Was hast du vorrätig? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar Money, nice. Und Medikamente. Wir sollten uns vielleicht erstmal auf Stimpaks konzentrieren. Klingt gut. Ah, du hast 253 Kronkorken. Die sollten wir dir alle abluchsen. Hilfsmittel. Was können wir dir andrehen? Klingenkorn? Das lagere ich lieber zu Hause ein. Das brauchen wir für ganz viele Dinge. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Sims Settlements Siedler das dann automatisch... Ne, genau. Wo sind die Tatos? Und sie kauft sie uns wirklich ab. Wie gut. Hier erstmal deine eigenen Tatos zurück. Aber wir brauchen ja auch noch Haarklammern. Beton, Dünger, Holz. Sehr schön. Redaway, nein, Stimpaks, hat sie einfach nicht. Schwarze Weste und Hose für, was, für 34 oder 84? Das ist mir gerade zu teuer. Machen wir später, ne? Dann nur die Kronkorken. Erstmal hier, die Tatos, die kannst du haben. Jupp. Und ich sammle nochmal kurz durch. In Ordnung. Nee, warte mal, erstmal nicht, ne? Ich glaube nicht. Großartig. Erstmal nicht. Ich komme gleich wieder. Vorsichtig, vorsichtig. Es gibt Diebstahl-Tatos und die können tödlich sein. Aber vor allem das Verhältnis, bitte. Ich nehme mir eine Tomate. Ich hätte ja auch sagen können, oh, ich bezahle jetzt. Aber nein, die ballern sofort auf einen los. Aber das ist das Ödland, ne? Wenn du nicht so hart wirst, dann überlebst du hier nicht so lange. Es ist nur die eine, ne? Es ist nur die eine und da gehe ich dann theoretisch als zweites hin. Wie viel Pech kann man haben? Naja, wir haben auch noch nicht viel auf Glück gesetzt. Okay, Conny, ich habe unterwegs noch eine weitere Werkzeugkiste gefunden gehabt. Willst du handeln? Und daneben war noch so eine Sporttasche und da war ein Pipe-Action-Gewehr drin und das würde ich ihr gerne andrehen. Dieses hier, 13 Kronkorken, bitteschön. Und ansonsten müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal gucken. Ich würde hier schon gerne die Kohle jetzt abnehmen. Grape Mantis. Ach, hier. Hätte man jetzt nehmen können, aber nicht für die Summen, oder? Kaugummi, meine Güte, weg damit. Mad Eggs. Ah, gute Drogen, ne? So viele brauchen wir davon auch nicht. Ich gebe ihr mal 3. Zack. Nukascherie würde ich gerne behalten. Die Quantums auch. Wir haben unsere Handelsware gerade nicht hier. Aber... Da könnte man ja was machen, ne? 3, 2, 1. Sie hat noch 175 Kronkorken. Das bedeutet, wir geben ihr auf jeden Fall... Nein, wir kriegen ja auch nicht den Wert, der jetzt hier steht, ne? Was bringt so eine 10 mm nochmal 50? Ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme 4 Stück mit. Das sollte doch dann wirklich reichen. Zurück zur Abernessy Farm. Mensch, ihr habt ja gar keine Tomaten mehr. Na gut, sie wachsen langsam wieder nach. So, Conny... Hi. Conny, hast du Bock auf Pistolen? Du hast bestimmt Bock auf Action, kann ich mir gut vorstellen. Hi, hi, hi. Willst du was kaufen? Die sehen ja alle aus wie Models. Also Plastikmodels, wie Barbies eigentlich, aber ich finde das gut. So, in Ordnung. Ja, wir würden gern... In Ordnung. 175, wie gesagt. Das lädt sich bestimmt mit der Zeit wieder auf. Wir kriegen 15? Eine Sekunde. Ich will doch die Drogen nehmen.
Auf jeden Fall, wir hätten mehr mitnehmen müssen. Ah, okay, wenn nicht, kann sie ein paar Kronkorken behalten. Was war das nochmal? Was mussten wir nehmen? Weiß ich gerade nicht. Ach ja, die Drogen, ne? Tatsächlich. Es war ein Grape Mantis. Zack, du bist durstig. Ja, aber ihr habt doch bestimmt eine Pumpe hier, oder? Hey, wo ich mal ein Schlückchen rausnehmen kann. Oh, Entschuldigung. Ich hätte die Knarre wegstecken sollen. Gut. Gleich beeinflusst das den Handel. Wer weiß. So, was kriegen wir jetzt? 21. Naja, ist doch schon mal was. Und ansonsten vielleicht doch noch ein paar von meinen Hilfsmittelchen. Irgendwas über hier eine Quantum 21. Hier Red-Ex. Oh, Red-Ex, so viel braucht kein Mensch. Du kriegst von uns 4 Red-Ex noch oben drauf. Das sieht doch schon mal gut aus. Und die Tatos. Ja, stimmt. Wir hatten ja noch die Tatos. Jetzt müssen wir abpassen. Wie viel kriegen wir für eine? 3. Es sind noch 23 Kronkorken über. Das bedeutet... Ach, guck mal, das wird ja alles schön sauber mitgezählt. Nicht wie bei Fallout 76. Brauche ich gar nicht im Kopf rechnen. Also wenn ich nicht muss, dann mache ich das auch nicht. Annehmen. Floppdiwupp, danke sehr. Den Rest kannst du behalten. Knarre wieder wegstecken. Quick saven. Das ist wichtig, Mensch. Das ist wichtig. Und ihr habt auch eine Katze. Das ist toll. Und ich darf hier nichts weiter mitnehmen, ne? Sollte ich wirklich sein lassen. Es sei denn, der Diebstahl lohnt sich wirklich. Oh, Stimpack. Haben wir echt gerade Mangelware, ne? Weiße Flasche, die leuchtet, Mensch. Radioaktiv verseucht. Ich glaube, die Lampe. Oder ist es schon zu hell für die Lampe? Nicht, dass die gerade buggy ist oder so. Nö, dann lassen wir euch den Kram. Wir haben den Auftrag. Wo wäre das denn? Wohin müssten wir denn laufen? Um Air Force Basis. Ich mache mal ganz kurz das Journal auf. Mal gucken. Auf Karte bitte anzeigen lassen. R. Ey, das ist ja am anderen Ende der Welt. Da kommen wir bestimmt hin. Also, es bringt ja euch die Mary nicht wieder zurück, wenn wir jetzt die Raider töten. Deswegen machen wir das mal aus. Ne, wir lassen es an. Aber wir machen trotzdem erstmal Free Roaming. Vielleicht doch in die Richtung. Wir haben es versprochen, ne? Das Medaillon und so. Na gut, dann eben Ortschaften in die Richtung. Los! Wir sind ja nicht aus der Welt, ne? Die Ecke werden wir auch noch erkunden, wie sich das gehört. Und außerdem ein paar Gegner brauchen wir sowieso. Wir müssen stärker werden für die Bibliothek. Damit wir dann da auch gegen die Supermutanten antreten können. Das ist Concord, ne? Ja. Haben wir die Räder wieder? Oh, Blume, Psycho! Muss mir noch ganz genau, muss ich mir die Zutaten für Psycho und Koma einprägen. Kann man sich alles markieren und so, aber am Ende hast du nur noch Lupen und so und das bringt dann auch wieder nichts. Kennen wir. Oder? Was war das für eine Location? Nee, die wäre jetzt aufgeploppt. Oh, eine Sekunde. Aber nee, ne? Den Kram zerlegen lohnt sich nicht. Aber wir waren hier noch sehr unnachgiebig. Nee, nachgiebig, andersrum, das andere nachgiebig. Beim Looten sehe ich gerade. Pipe Pistol, nein, das ist alles Billigkram. Aber den Schrott, den brauchen wir. Experte, wir sind ja jetzt Experte, wie schön. Dann können wir auch nochmal in die Kirche rüber. Da war doch auch noch ein Experten-Safe. War doch die Kirche, ne? Cool. Um die Ecke. Ja. Und den Rest nicht so. Wobei, Räder-Rüstung, rechter Arm. Aber es verschweißt. Ist nicht Vanilla. Ich sammle nur die Vanilla-Rüstung. Und zurückmodeln wollen wir nicht. Was hattest du? Rechtes Bein leicht. Das wäre Vanilla. Ich gucke auf die Liste. Wir haben ein Stück Räder-Rüstung in der Sammlung. Dreimal dürft ihr raten, welches das ist. Was für ein Pech. Nur noch Pech. Die Kirche und dann sind wir hier schon weg. Es war wirklich der Kirchensafe. Der einzigste Eintrag bei Expertenschlössern. Und dann sind wir wirklich weg hier. Und dann geht's Richtung Mission und so weiter und so fort. Hatten wir hier schon alles mitgenommen gehabt. So richtig Riros. Wir haben ja jetzt Tragekapazitäten. Nicht wenig. Zum Looten reicht es. Ja, Molly. Kreide. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Da. So, Katze im Auge behalten. Hier ungefähr so. Pi mal Daumen. Och, guck mal. Das Glück kommt zurück. Nehme ich, schicke Haarbürste und das Vorkriegsgeld. Und du bist viel zu billig.
und den Rest hatten wir uns angeguckt gehabt, ne? Okay, weiter Richtung Mission. Und dann Pi mal Daumen, die Ortschaften mitnehmen. Dogmeat, folge mir. Ist die Lampe wirklich noch? Ist die noch? Okay. Kann ja sein, ne? Korrosion und so. Wir waren schon öfters nass hier in diesem Spiel. Nicht, dass die Lampe dann irgendwann rumspinnt. So, Ortschaften Richtung Mission. Immersionsmodus gestartet. Wir sind wieder ein bisschen durstig, aber ist schon, ne? Eine Sekunde. Uno Sekundo. Oh, 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 stopp. Es sind Menschen. Es sind nette Menschen. Hallöchen. Hi, hi, hi. Können wir handeln? Du bist ein Doc, ne? Dann sollte die Stellung nach einer Woche. Zählt mal ein bisschen, genau. Klar, Doc. Und danke. Bis bald. Danke, bis bald. Doc Anderson und Siedler. Ich rede erstmal mit dem Siedler, ne? Und danach mit der Autoritätsperson. Ja? Doc Anderson ist die beste, oder? Bist sehr leise. Du musst lauter reden. Doc Anderson ist die einzige Ärztin. Jo, genau, alles klar. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Als ob wir sie schon kennen würden. Was gibt's Neues, Doc? Ich bin nicht so auf dem Laufenden. Die Kranken und Verletzten lassen mir kaum Zeit für was anderes. Aber wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Naja, wir sind gerade krank. Kannst du mich heilen? Bin ich wieder in Ordnung, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Ich hab Bauchaua. Es tut einfach alles weh. Keine wilden Partys. Alkohol und Camps habe ich in letzter Zeit kaum angefasst. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Also wir sind nicht abhängig. Es tut einfach alles weh. Ah, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Das hat Geld gekostet, ne? Die tobt uns einfach zu. Dauert das lange, die Ladesequenz? Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? 15 Kronkorken. Nee, die Strahlung ist jetzt. Nein, wir sind fertig. Erstmal dann ab mit dir. Nicht zu behandeln. Kannst du nicht handeln? Entschuldigung. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, sie hat uns wirklich geheilt. Das ist ja glorreich. Ja, Vorräte. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entnehmen. Nice, 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 nice. So, Adictol. Antibiotika 176. Abzockerin. Die sollten wir hier gleich hinrichten. Ah, und die Stimpaks sind auch so teuer, ey. Das gibt's ja nicht. Aber wir müssen ein paar mitnehmen. Auch wenn wir früher oder später welche bekommen. Aber ganz ohne Stimpaks sollten wir nicht rumlaufen. Vielleicht wirken ja die Handelsdrogen noch. 224. Ah, warte mal, stopp. Ich check das mal eben. 112 kosten die jetzt. Eine Sekunde. Wenn wir jetzt hier wegreisen, ist die nicht mehr hier. Das ist doof. Sonst würde ich hier noch Handelskram herholen. Ich ziehe mal ganz kurz meine Charisma-Klamotten an. Flup, 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 flup. Melizut und Polunder und Hose. Sieht doch gleich viel, viel maskuliner aus. Vor allem mit der Brille. Die sollten wir auch bald austauschen, ne? Hi. Und erstmal raucht sie eine sehr gut. Wenn du Hilfe brauchst, ja, kann ich mir dich mal ansehen. Bester Arztspruch. Du sollst nicht machen, was ich mache. Du sollst machen, was ich dir sage. Und das machen wir natürlich auch. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze, ich könnte ein... Beeinflusst das jetzt wirklich den Handelswert? Zack. Ja, aber wie Hulle, Mensch. Wie Hulle. Und vielleicht können wir uns noch irgendwie was hier zusammenkratzen, damit wir ihr die Kronkorken wieder abnehmen können. Was haben wir gesagt? Drei? Zwei haben wir gesagt, ne? Aber ich nehme jetzt mal drei. Und 38er brauche ich jetzt erstmal gerade nicht. Ja, hier, bitteschön. 45, ja, die brauchen wir. Und ansonsten, wir haben so ein bisschen Überschuss an aufbereitetem Wasser, aber das bringt ja nicht viel. Das bringt ja alles echt wenig. Mantets, ja. Ein Mantets kannst du haben. Red Away, 6, nein. Gib ihr mal 2, bitte. Und, ja, ist jetzt nicht die optimale Handelssituation, muss ich zugeben. Aber die Money brauchen wir. Ja, gut, ist in Ordnung. Haben uns einen kleinen Rabatt geholt mit einem netten Pulli. Zurück in die Kampfklamotte. Genau das. Und die Ushanka. Für mehr EP. Klasse. War hier noch irgendwas? Habt ihr wieder Kram irgendwie dazu bekommen? Oder haben wir hier? Ne, hier haben wir auch noch nicht gründlich gelootet gehabt. Da hatten wir uns noch nicht dazu entschieden gehabt. Aber jetzt. Ein für alle Mal.
Wein, naja, klar. Handelsware, warum nicht? Lohnt sich der Wein? Ich check das mal eben nach. Wein mitnehmen nächste Mal. Nein, tut mir leid, weg damit. Plunder. So schnell kann's gehen. Und weg ist er wieder, der Wein. Ja, die Lampe funktioniert, aber es ist einfach mal so latent hell, ne? Es wirkt vielleicht für mich jetzt auch nur so mittelhell, weil draußen scheint hier die Sonne mir direkt ins Gesicht. Was für eine Frechheit. Ich will doch hier ganz in Ruhe spielen. Kann es nicht wieder dunkel sein? Wie um 4 Uhr, als ich heute hier angefangen habe. Da. Da ist eine Location. Oh Gott. Dickicht-Ausgrabungen. Das ist eine Vanilla-Location. Weil deutsch benannt. Psch, oh Gott, das wird ganz schlimm. Wir sind noch viel zu schwach. Psch. Das ist doch der... Ist das nicht der verbackte... hier die verbackte Ausgrabungsstätte oder so? Da gab es doch so eine komische Vierecke, wo man reinlaufen konnte. Und nie wieder rauskam. Ich habe gespeichert. Nochmal lieber. Sicher ist sicher noch einen richtigen Safe. Man weiß halt. Oh Gott, hier ist alles voll manchmal. Aber hier könnte auch guter Kram versteckt sein. Der Beste. Hatten wir nicht Flaschen eingesammelt gehabt? Ja, gleich mal voll machen. Schmutziges Wasser, das Grüne, ist am leckersten. Waldmeister. Unheimlich gut. Ah, da drüben wird nichts sein. Aber hier drinnen wird was sein. Jede Menge Kram. Aber die Lampe, irgendwas stimmt mit der Lampe nicht. Ich check das mal eben gegen. Nee, alles in Ordnung. Das muss an mir liegen. Ich mache mal hier ein bisschen Jalousie runter. Die Rollläden. Ja, oh mein Gott. Ich war einfach fast blind geblendet von der Schönheit der Sonne. Weiter. Lampe aber ausmachen, ne? Ja. Kann man ganz gut sehen. Wir sind von wo gekommen? Von da sind wir runter, ne? Gucken wir uns den hier an noch. Aber die Bugs sind offensichtlich alle beseitigt worden. Ein Abbaugebiet ist das. Okay, nehme ich. Auf jeden Fall. Stimpack. Oh, wir hätten gar keine kaufen brauchen. Aber sicher ist sicher. Und ein Heftchen. Tabu-Tattoos. Kommt auch gleich dann in die Sammlung, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber das wird eine Weile dauern. Weil wir den Rucksack haben. Haben wir. Erstmal rechts halten und dann können wir ja mal in den Steinbruch. Steinbruch, mir ist das Wort nicht eingefallen. Ne? Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Ist aber auch ein ablenkendes Spiel. Ne? Ein tolles Spiel. Nickerchen brauchen wir gerade noch nicht. Aluminiumdose, immer eingepackt. Wir können auch alle Ressourcen sehr gut gebrauchen. Kriegen wir locker geknackt. Hier. Oh, locker geknackt. Oh, vorsichtig, Mensch. 7 Haarklammern. Das ist nicht viel. Zack. Wie schön. Ja. Zuckerbomben. Und ein Terminal. Geht gleich los. Checken erstmal den Rest. Werkzeugkoffer. Na. Kratzer. Nein. Es war oben rechts, ne? Bei dem etwas helleren Kratzer. Geht doch. Ja. Oh. Warte mal, stopp. Oh mein. Habe ich jetzt alles mitgenommen, ne? Was war da noch drinne? 2 Waffen, ne? Das hier, das Dingeling. Verkaufsware auf jeden Fall. Also theoretisch Verkaufsware, aber wir sind ja echt schlecht noch im Verkaufen. Aber das können wir ja ein bisschen kompensieren mit einem Pullover. Was bist du? Mit Leuchtvisier und kalibriert. Ach ey, neues Scharfschützengewehr. Ich würde sagen, ja. Macht 38 Schaden und du machst auch 38 Schaden, aber hier ist... Alles einfach mal besser. Du kommst auf die 2. Danke sehr. Und dich können wir nicht verkaufen. Dich lassen wir einfach hier. Tschüss. Es war uns eine Freude und eine Ehre obendrein. Terminal von Dickicht Ausgrabungen. Sind nur solche Texte, ne? Und ein Band. Hören rein. Hier sind doch mehrere Texte. Oder sind das Dinge zum Anhören? Nee, na dann eben Kapitelmarke. Ist gut möglich, dass ich mir hin und wieder eine Kapitelmarke nicht merke und die vergesse ins Video zu packen. Aber ich gebe mir Mühe. Ich habe mir hier einen Marker gemacht für mich selber. Und dann später fürs Video. Sullys Aufzeichnung. 17.06.
Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Aufzeichnung 18.06. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. 20.06. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin was bewegt hat. 22.06. Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rohrlecks, die ich finden konnte, habe ich geflickt, bis auf die unter Wasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Juti, ich glaube, das war das Letzte, ne? Wunderbar, das Holoband nehmen wir natürlich mit. Und Kapitelmarke. Und nun schauen wir uns das Ding doch gleich mal an. Schlafen könnten wir zur Not hier auch, aber mal gucken. Vielleicht kommen wir auch so zurecht. Hatten wir. Die ganzen Wohnwägelchen. Hey, wer bist du denn? Wo kommst du denn auf einmal her? Soli? Na du? Hi, hallo. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Doch, ich will mit anpacken. Hey, willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen. Na sichi. Klar sind wir dabei. Oh, wir können schon handeln, ne? Ah, da müssen wir... Also wir wollen es natürlich probieren. Wir haben ja auch gerade abgespeichert. Ich speichere immer, wenn ich Kapitelmarken mache. Einmal bitte Milizut und den Polunder. Nicht das saubere grüne Kleid. Das ist zu albern. Das soll ja schon Mad Max-like sein. Ich könnte Hilfe brauchen, ja, wenn du mit machen wir. Aber extra Kronkorken. Wir brauchen die Kohle, aber sowas von... Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Sowas von... Versuchst es einfach, oder? 50 Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Okay, cool. Nee, das ist in Ordnung. Dann machen wir das. Hat ja sonst keine Konsequenzen, oder? Erzähl mal. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im Oh, die Gesichter sind top, oder? Super detailliert. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Na die klar. Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasen Ausschau, um sie zu finden. Nach Blasen? Noch irgendwas? Hi. Ich krieg nicht genug Druck. Gut. Er kriegt nicht genug Druck. Ja, Druck ist wichtig, das stimmt schon. Wir wollen zurück, Ushanka Laborkittel. Quick Save sicher. Und vielen Dank für die Hinweise. Oh mein Gott, wir können Kleber selber herstellen. Stimmt ja. Ich glaube, es war Gemüsestärke. Wir müssen uns das Rezept noch einprägen. Und wir können auch, wenn wir das nächste Mal in Sanctuary wieder zurück sind, dann können wir, laut euch, können wir die Optik der Rucksäcke überarbeiten. Das würde ich ganz gerne machen. Aber später, ne? Erstmal kümmern wir uns jetzt um die Legs. Und gucken uns das hier ganz genau an. Hier waren wir wirklich, ne? Oder? Lieber nochmal gucken, ne? Ja, hier waren wir schon. Wenn der leer ist, dann ist das immer ein gutes Zeichen, ja. Sicher ist aber sicher, ne? Lieber double checken und schön hier nach unserem Schemata ablaufen. Von rechts nach links. Können wir hier irgendwas drücken? Geht der noch? Tatsächlich. Oder kommt der von... Nö. Ah, nein! Oh Gott, ich bin tot. Okay, er kommt jetzt hoch. Ist in Ordnung. Ich glaube, es gibt irgendeine Mahlzeit hier, mit der wir unter Wasser atmen können für eine ganze Weile. Irgendwas Meyerlurk-mäßiges, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Finden wir, früher oder später. Und wenn wir es brauchen, dann haben wir es dann. Ich weiß aber nicht, ob es ein Unterwasseratmungsgerät cool. gibt. So wie bei Fallout New Vegas. Der Rebreather war das, ne? Ja, der Rebreather. Jet, yay, Bierflasche gleich auffüllen. Wasser ist gleich um die Ecke. Aber hier können wir auch erstmal rüber, ne? Erstmal schön alles angucken. Meine Güte, was es hier nicht alles zu entdecken gibt. Und das hier, oh mein Gott. Damals zum Release von Fallout 4 2015 im November war das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, es war im November.
Da war dieses Stück hier so schlimm verbuggt. Man konnte teilweise hier in die Wände reinlaufen und dann kam man auch nicht wieder raus. Ich habe das schon erwähnt gehabt, ne? Aber ich werde nicht müde, es nochmal zu erwähnen. Aber jetzt ist schön. Jetzt ist wirklich alles schön. Aber das hat noch länger gedauert. Hat das hier oben überhaupt irgendeine Relevanz? Außer den Schauwert natürlich und der Erkundung wegen. Ist hier vielleicht noch was? Hat sich hier eventuell irgendwas versteckt? Nein. Na dann wieder hier rüber, bitte. Und da rüber und hoch. Hallo Dogmeat. Na du kleiner und du. Alles klar. Nee, hier ist nichts weiter. Gut. Hä? Mal gucken. Wer weiß. Viel findet auch jetzt hier gerade unter Wasser statt. Ich hoffe, wir können. Wir kommen zurecht hier mit unseren begrenzten Sauerstoffvorräten in unserer Lunge. Werden wir gleich feststellen. Geht gleich los. Nö, nichts weiter hier. Das bedeutet, wir müssen runter. Ermüdung? Nein. Aber warum denn? Ermüdung? Nee, doch nicht. Ganz normale Ermüdung. Das gehört dazu. Gut, dann gehen wir hier über den Steg rein. Beziehungsweise hier diese Rampe. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja eine Flasche gesammelt gehabt. Gleich alles auffüllen. Und dann gucken wir mal. Aha, immer schön vorsichtig bleiben. Wo sind die Bläschen? Er hatte was von Bläschen erwähnt gehabt. Und meine Güte, das strahlt hier. Aber eine Sekunde, wir sollten ein, ein saftiges Red Eggs nehmen. Zack. Wir haben 3 dabei. Quick Save. So kriegen wir nur +2 Strahlung gehabt. Ui, das ist aber immer noch viel. Wir haben jetzt nicht zufällig irgendwas, was uns vor der Strahlung bewahrt. Nein, also umso schneller sollten wir uns hier, ne? Beeilen, noch schneller beeilen. Da sind Bläschen, ich habe sie gesehen. Sind sie hier oben? Oh, das ist auch hier gerade. Frickelig. Waren wir das mit den Bläschen? Da kommen die Bläschen raus. Noch ein bisschen. Ach, guck mal. Alter Schwede. Ventil drehen. Atmen. Oh Gott, das wird super schlimm. Wir haben noch keinen festen Doc, ne? Noch keinen festen Hausarzt hier. Und er freut sich einfach. Oh mein Gott, ist das ein niedlicher Hund. Da hinten sind noch Bläschen. Und da sind noch Bläschen. Ich weiß nicht, inwieweit wir runterkommen. Immer schön quick safen. Jetzt einmal bitte rüber. Oh, der kann richtig gut kraulen. Ist das schön? Der Hunde kraulen, aber trotzdem. Kraulen ist kraulen. Und da. Hörchen. Mhm. Unter Wasser bitte nicht speichern. Das könnte alles zerstören. Behälter. Mhm. Du machst dich bemerkbar, oder? Wenn du stirbst. Ist hier Kram? Kurz atmen. Oh Gott. Ah. Okay. Ah, die AP. Nee, das war, glaube ich, durch das Sprinten, ne? Das Sprinten unter Wasser. Ist hier irgendwas vielleicht versteckt? Oh Gott. Ist unser Todesurteil? Nee, doch nicht. Hier gibt's bestimmt irgendwas richtig Gutes. Wenn nicht, kommen wir nochmal wieder, wenn wir irgendeine Unterwasser-Atmungsalternative haben. Aber einmal möchte ich hier drauf gehen. Beim Versuch, so tief wie möglich zu tauchen. Aber erst, wenn wir das hier geschafft haben. Plopp! 3 von 3. Erledigt. Behälter. Hier nicht, da nicht. Da drüben auch nicht. Ist da Kram drin? Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Meine Güte, sind wir verstrahlt. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Jetzt kann ich kurz quicksave, ne? Ist in Ordnung. Und runter. Gib mal Gummi hier. Komm. Zieh, Mensch, bis es brennt. Ermüdung. Du bist leicht hungrig. Ja, unter Wasser essen. Geht das? Können wir das machen? Geht das hier von unserer... Hat er gegessen, ne? Also das Arbeiten im Pip-Boy meinte ich jetzt. Geht das von unserem Sauerstoff weg? Hier ist nichts. Hier ist überhaupt nichts. Sande. Oh, hier mal schnorcheln gehen, wa? Oder richtig mit der Druckluftflasche? Hier ist nichts. Okay. Komm schon. Okay. Das war aber der Plan. Einmal sterben.
Na juti, 3 von 3 Rohren sind hiermit repariert. Jetzt die Kohle, Ermüdung ist normal. Mhm. Und was willst du jetzt? Warum ist das Pillensymbol da? Ach so, wegen Red Axe. Na gut. Alles klar. Fäuste mal wegstecken. Willkommen, Sully. Sully, Mensch. Wir wollen die Kohle haben. Hallo. Ja, hi. Genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter. Das ist aber nett. Alles klar. Flop. Das war's. Hör genau. Nice. Pumpt sich jetzt das Wasser ab oder so? Warte mal. Hast du das gehört? Wow, Meyerlux. Oh Gott, Hilfe, 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 schnell. Sully, überleben. Du musst überleben. Von hinten. Na, das bringt nicht so viel, ne? Aber besser als gar nichts. Dogmeat, halt dich zurück. Ich glaube, wir brauchen Drogen. Immer. Gesicht. Gesicht, Mensch. Ist das der Legendäre? Da war doch gerade einer legendär. Grit, Mensch. Grit. Ins Gesicht. Oh, sehr schön. Das war ein schöner Treffer. Und flop. Ein bisschen zurückhalten fürs Erste. Yay. Meinst du zwei? Nur zwei? Oh Gott, Mann. Fleisch. Oh, oh, oh. Legendäre Knarre. Ich guck gleich. Ich guck gleich. Aber Fleisch, Mensch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Hi. Meyerlurks. Übel, oder? Das ist wohl keine Überraschung. Die haben sich einfach aus dem Stein gebuddelt, ey. Muss an dem Ding noch. Was müssen die für Krallen haben? Aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Dankeschön. Naja, das war doch der Deal. Okay, Level Up. Was hatten wir als letztes gemacht gehabt? Special Punkt oder irgendeinen Perk? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir hatten schon geklärt gehabt, ne? Also Wackelkopfpuppe und Special Projekt. Damit wir 12 Punkte bekommen, machen wir bei Intelligenz. Habe ich revidiert, ne? Wahrnehmung? Nee, brauchen wir nicht. Aber trotzdem können wir Wahrnehmung nach oben treiben, damit wir dann die Puppe aus dem Museum nehmen können. Ja, genau. So machen wir es. Das ist gut. Das machen wir weiter. Wir tun einfach mal so, als ob wir das letzte Mal irgendeinen Perk freigeschaltet haben. Und diesmal merke ich es mir. Ist eine neue Aufnahme. Ne? Ganz früh am Morgen. Es ist 4 Uhr am Morgen. So, was hast du Schönes für uns? Die Zeit wird für einen Augenblick verlangsamt. 25 Schaden. 45er. Ja, nice. Achso, wenn die letzte Kugel im Magazin geladen wird. Naja, dass sie jetzt so super hilfreich wird. Letzte Kugel hat eine 6er-Trommel. Naja, also nehmen tun wir es auf jeden Fall. Und den Fleischspatzen hier auch. Den können wir auch hier gleich abkochen. Aber wir haben nicht genug Glasflaschen. Damit wir hier... Nee, haben wir nicht, ne? Ach Mensch, um hier Wasser zu zapfen. Aber nicht so wild. Ist alles nicht so wild. Erstmal abkochen. Ganz wichtig. Wir haben zumindest, naja, jetzt genug Wasser gehabt für 2 Fuhren. Und das Fleisch. Plus 10 AP für 30 Minuten. Das ist ja richtig lange. Das wäre es soweit, ne? Nice, nice, nice. Entstrahlen, ja. Ich würde sagen, ja, ein schönes Red Away. Schön reinpfeifen habe ich auf den 9. Flup. 9 habe ich gesagt. Ah. Okay, und das läuft jetzt hier. Quick Save. Wir sind durch hier. Wie schön. Soll ich kurz noch aufräumen? Eine Sekunde, ne? Der muss ja nicht den ganzen Tag hier rumliegen. Der riecht ja auch irgendwann. Und der andere. Ich schmeiße ihn auch rein. Und flop. Oder möchtest du da noch ein bisschen dran rumknabbern oder so? Ich meine, das gute Fleisch habe ich schon abgeschnitten. Das ist wie beim Kotelett, ne? Und den Knochen abknabbern kann aber auch eine Menge Spaß bringen. Da ist dann auch ein bisschen noch was dran. Knabberspaß. Aber, okay. Naja, er liegt zumindest näher am Wasser. Den Rest kannst du auch machen. Wir wollen weiter. Und zwar weiter Richtung Auftrag. Das wäre in die Richtung. Also lieber hier hochgelaufen. Ja, das machen wir mal. Also wir ballern darüber. Der Tag ist noch lang. Und ja, wir gehen hier lang. Flop. Aber jetzt Fokus. Sniperino-Fokus. Hockt da schon einer rum? Was ist das? Ja, die ballern da schon rum.
lieber einen Umweg laufen mit einer Deckung, damit wir hier nicht gleich niedergemäht werden. Oh, durchladen. Upsi. Die Pistole, ich weiß nicht. Das ist doch sehr einseitig. Das ist sehr spezifisch. Die letzte Patrone im Lauf. Wann kommt denn das mal bitte? Oh, Hubblume. Wir können ja gleich noch ein bisschen gucken. Ein bisschen genauer gucken. Aber wenn ich sie hier gerade so sehe, dann nehme ich sie natürlich doch mit. Sniperino-Action. Aber gegen wen hat er denn hier gerade geballert? Und wie gut dieses Spiel einfach mal aussieht. Da sieht auch Vanilla sehr gut aus, ne? Aber mit Mods. Ist halt mit Mods, ne? Was zum Teufel? Und EMB. Oh, wo, hallo. Hi. Aus nächster Nähe, Köpfchen. Boom, Schakalaka. Okay, hast du guten Kram dabei? Lohnt sich nicht. Nicht wirklich, ne? Oh, warte mal, stopp. Das könnte Sammelkram sein. Ich check die Liste. Es ist schon wieder die gleiche Rüstung, die wir haben. Wir brauchen eine andere. Die haben wir schon. Vanilla eingesammelt. Und wir sammeln ja nur Vanilla-Rüstung. Okay, zack, durchladen. Erstmal hier oben alles checken. VTS bammen. Hundi, bleib schön hier. Hier brennt gleich die Luft. Pennend noch nicht, ne? Und danach, wenn wir die Mission abgeschlossen haben, können wir uns ja Richtung, also langfristig Richtung Museum orientieren. Damit wir dann aber wirklich so schnell wie möglich die 12 Intelligenzpunkte haben. Und von da an wird alles nur noch ein Kinderspiel. Hallo? Nee, ist keiner. Hund ist schon tot. Money, Bleistift. Oh nein. Grünes Gunner-Halstuch. Aber dann müsste ich dir dein Halsband abnehmen, ne? Nee, das machen wir nicht. Kommt aber in die Sammlung. Wodka. Schön. Muss wahrscheinlich auch in den richtigen Stash, weil wir daraus irgendwas herstellen. Nehme ich. Und da gucke ich. Schlagring. Nein, lohnt sich nicht. Der Rest auch nicht so. Wobei, Lederrüstung, rechter Arm, haben wir schon in der Sammlung? Jupp, haben wir schon. Wir dackeln weiter. Und damit wäre hier die Schüssel schon mal erforscht. Okay. Dann gehen wir jetzt runter und rein. Oh, warte mal, da ist noch was, ne? Ach, das ist... Ist das ein toter Bär da oder ein Auto? Ist das ein Gummibärchen oder ein Furunkel? So, gut. Dann rein in die gute Stube. Infiltrationsmodus, aber ich glaube, ich bleibe einfach bei dem Jagdgewehr. Da muss ein Schalldämpfer rauf, aber trotzdem. Wer weiß, wie weit wir da Sichtlinie haben jetzt drinne. Dogmeat. Schön leise bleiben. Eine Falle. Kann ich die schon entschärfen? Ja, können wir. Glasfaseroptik. Nice. Sehr schön. Fast wäre ich durchgelaufen. Nehme ich. Wir nehmen alles mit. Löscher auf jeden Fall. Tafelmesser. Nimm das. Und Schreibtisch. Wachterminal. Einmal hacken bitte. Einmal Klammern lösen. Oh, gerade am frühen Morgen fällt mir das Klammernlösen doch sehr, sehr schwer. Aber es geht schon. Wir müssen uns halt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Zack. Der Kaffee wirkt noch nicht so richtig. Ich habe erst einen getrunken. Ich brauche mal drei. Mindestens. Da geht die Party erst los. Ja, hier. Doppelklammer. Nice. Vom Glück gesegnet. Und ich glaube, jetzt ist es nur noch eins. Nein. Aber jetzt, zack. Geschafft. Floppdiwupp. Check-in-Protokoll. Noch können wir uns die Kapitelmarke sparen. Das ist nur ein Text.
Erstens, das SSO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach normalem Zeitplan fortzuführen. Zweitens, im unteren Lagerraum ist eine Desinfektion aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kakerlaken, notwendig. Diese wird ab dem 25. Oktober 77 um 9 Uhr durchgeführt. Das gesamte Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahme zu verlassen. Drittens, aufgrund der großen Menge abgefangener Signale werden vor Ort bis auf weiteres täglich Nachrichtenoffiziere eingesetzt, die Zugang zum Nachrichtenraum benötigen. Nachrichtenraum öffnen. Der Zutritt zum Nachrichtenraum ist ausschließlich Nachrichtenoffizieren, Analytikern und leitenden Offizieren gestattet. So Widerhandelnde werden vor das Kriegsgericht gestellt. Okay, das Risiko müssen wir eingehen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr aktuell, ne? Vermute ich jetzt mal. Zack, danke sehr. Ja, alles, den ganzen Plunder. Auch hier Holz. Und dann bringen wir das nach Sanctuary, bevor wir uns dann Richtung Museum bewegen. Dann können wir auch gleich die Rucksäcke so ein bisschen einfärben. Und ich will auch mal gucken, ob wir hier zufällig dann auch noch schön die Rucksäcke neu beskinnen können. Na, come on. Enttäusch uns nicht. Nehme ich. Keine Pipe Pistols. Rotpatrone. Ja. Yeah. Und die Kohle natürlich. Als Andenken einer längst vergangenen Zeit. Aber nicht vergessen. So, wir kommen hier aus der Zeit. Ne? Auch für uns ist das noch viel wert. Wir könnten natürlich auch spaßenshalber eine Badewanne voll mit Vorkriegsgeld füllen, aber ich habe immer Angst, dass die Kohle dann verschwindet und in Nuka World brauchen wir die Kohle dann. Ja. Oh, warte mal, stopp. Hunting Rifle mit Leuchtvisier. Und einem Bajonett. Eine Sekunde. Das müssen wir natürlich jetzt mal kurz abgleichen. Mit Bajonett ist immer besser als ohne Bajonett. Auch wenn die Schadenswerte hier nahezu gleich die gleichen sein werden, ne? Aber hier ist kalibriert. Das bedeutet, Präzision 73 und 131 Reichweite. Ist das gleiche in grün. Ist ein bisschen. Das ist nicht kalibriert, ne? Und für Handelsware. Ach doch, das geht, ne? Okay, können wir so oder so mitnehmen. Und dich können wir auch mitnehmen. Pipe, automatisch. Das könnte ein Maschinengewehr sein, aber wir haben zu wenig 38er Munition dabei. Aber wir haben ja als automatische Waffe die automatische 10mm Pistole fürs Erste. Oh, sieht aber schon schick aus. Ich mag ja die Optik der Pipe Guns. Man kann sein Fallout 4 so modden, dass es im Prinzip nur Pipe Guns gibt, aber noch mit viel mehr Variation. Aber die Pipe Guns mag ja nicht jeder. Nehmen wir mit, Mensch. Auf jeden Fall. Vielleicht später damit arbeiten. Mal gucken. Ansonsten verticken wir das Teil. Kram. Nimm ihn mit. Glühbirne, Handschellen. Was haben die hier bitte veranstaltet? Und da, Nuka-Cola. Nice. Und ein bisschen was zu essen. Mini-Atombombe, gute Handelsware. Und hier, du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Das wird hilfreich sein, glaube ich. Kaffeetasse, Ventilator. Und ich glaube, die Ordner können wir liegen lassen. Ne? Die können wir nicht in Ressourcen umwandeln. Scheiße, was war das? Oh, vorsichtig, Lampe aus. Was war das? Ja, was war das? Gute Frage, nächste Frage, Kollege. Jetzt müssen wir uns erstmal seinen Bewegungspattern raufschaffen. Na, jetzt. Boom, Schakalaka. Ja, endlich wieder snipern und schleichen. Wenn wir das wollen, wir können natürlich auch ein Sturmgewehrbild zusammenbasteln. Wir können alles machen. Oh. Da ist nichts mehr. Glaube ich nicht. Vorsichtig. Ist er hier an der Ecke? Nein. Was denn? Einen nach dem anderen. Und dann schauen wir mal weiter. Zeigt sich hier noch einer? Oh, ich mag das Deep of Field. Aber manchmal ist es ein wenig verwirrend. Ein ganz klein bisschen. Ich glaube, ich gehe doch links lang. Ja. Oh Gott! Hat er uns schon mitbekommen? Weiß ich nicht. Oh Mann! Junge! Ist okay. Cool bleiben, Dogmeat. Cool bleiben.
quicksafen. Das haben wir uns verdient. Kurz mit der Powerpolenta vorgehen. Adrenalin, jetzt! Hier muss ich gegenchecken. Lederrüstung, Harnisch, leicht. Haben wir den schon in der Sammlung? Nein, auch nicht. Jetzt kommt der ganze gute Kram. Endlich, endlich, endlich. Für die Sammlung. Meine Fräse, ey. Das ist ja crazy hier gewesen. Minigun, ja, wir gucken gleich. Erstmal hier. Lass du ganz kurz die junge Dame liegen. Ack, ack. Mhm. Minigun, ja. Lohnt sich das eigentlich für den Verkauf? Hm. Ja, leider ja. Müssen wir mitschleppen. Wir dürfen auch gleich den Kram mit Docken wieder austauschen. Und... Ach stimmt, davon habt ihr mir geschrieben. Genau, immer schön die Lunchboxen öffnen. Da könnten sich auch ein paar Colas drin verstecken. Ja, mit Dogmeat Kram austauschen. Hey Dogmeat, komm her. Hier rüber, bitte. Wie blutig du schon wieder bist, Mensch. Du Killer. Nein, hier. Hey Dogmeat, bleiben. Warte. Nein, nein. Los geht's. Also bleib bei mir, wollte ich sagen. Dogmeat voll machen. Und wir sind wieder leer. Schön. Alles mitnehmen. Wir wollen den ganzen Gebäudekomplex auseinandernehmen. Ich hab doch bestimmt auch noch irgendwas Schönes dabei, was ich gebrauchen kann. Oh, hier. Sammlungsrelevanten Kram. Eingesteckt. Flop und weiter hier im Text. Da wird das Medaillon von Mary drin sein. Wahrscheinlich ist die eine Tato-Staude. Auch die von Mary gewesen. Deswegen haben die so empfindlich reagiert, als ich mich da bedient hatte. Die anderen sind egal. Schön. Hier wäre ein Ausgang, oder? Hier geht's weiter. Nee, dann gucken wir erstmal. Hier können wir weiter. Einsteiger. Wo ist der Sweet Spot? Auf die Kratzer achten. Aber diese Haarklammer war schon gut mitgenommen. Na, come on. Hier irgendwo. Perfekt. Geschafft. Oh. Kakerlaken. Oh, Entschuldigung. Oh, das war... Glück im Unglück. Wir haben sie gegrillt. Das wäre cool, ne? Wenn die Gegner jetzt auch wirklich gebackenes Fleisch oder sowas in der Tasche hätten. Aber das wird nicht der Fall sein. Dieses Spiel geht sehr tief, aber es hat auch seine Grenzen. Plunder, plunder, plunder. Und da wollen wir doch mal gucken. Nee, ist nur normales Fleisch. Und vielleicht ist es ein bisschen übertrieben hier, mit der Schrotflinte zu schießen. Aua! Aua! Ein bisschen übertrieben. Was für eine Munitionsverschwendung. Nimm eine billige Waffe. Nimm den legendären Revolver. Nee, den habe ich, glaube ich, abgelegt. Nee, da ist er. Entschuldigung, ich behaupte das Gegenteil. Hallo! Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ich probiere das mal aus. Eins, zwei... 3, 4, 5. Und jetzt ist wirklich ganz kurz Zeitlupe. Ist nett und so, aber ich glaube, werden wir verticken. Ne? Die Kohle brauchen wir doch viel eher als alles andere. Mal gucken, ob wir mittlerweile ein paar neue Siedler haben, die wir dann an die Verkaufslädelchen da setzen können, damit wir dann immer schön vor Ort unsere Kronkorken auch noch handelstechnisch eintreiben können. Wir kriegen ja auch noch Steuern. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie das ablaufen wird. Ob die Steuergelder durch Sim-Settlements uns einfach gut geschrieben werden. Aber das werden wir schon sehen. Schnell, es strahlt. Wie die Hölle. Ist hier noch was? Irgendwas in der Ecke? Nö. Mhm. Da Ratta. Nee, da Kakerlake. Durchladen, bitte. Auch das Fleisch nehme ich mit. Ist alles noch Mangelware. Wir braten einfach alles ab und dann gucken wir. Vielleicht können wir es auch verkaufen. Aber durch das Braten bekommen wir auch noch obendrauf hier schöne EP. Flup, flup, flup. Asbestkreide. Aber das stimmt nicht, oder? Asbest ist nicht gleich Kreide. Das wäre schon so ein bisschen komisch in der Schule, würde ich sagen. Ja, schick mal den Timmy Kreide holen. Nein, er kriegt keine Maske. Wie hart. Gut, haben wir. Rechts halten bitte. Nachrichtenraum, den haben wir schon geöffnet mit dem Terminal. Aber hier wäre ein Schlüssel gewesen, falls das nicht funktioniert hätte. Ist das hier der Nachrichtenraum? Also ich kann es mir nicht vorstellen, das sieht nicht aus wie ein Nachrichtenraum.
Fragen über Fragen über Fragen. Wir werden es irgendwann sehen. Baseball Base. Ist das das weiße Markerli, was in den Ecken liegt von so einem Baseballfeld? Ich glaube schon. Gut, 75% Quote ist jetzt absolviert. Terminal. Mal gucken. Kapitelmarke? Fragezeichen. Nein. Ist alles offline hier. Haben wir den Nachrichtenraum jetzt schon gesehen oder nicht? Ich gehe oben nochmal lang und dann checken wir die lokale Karte und dann können wir, glaube ich, zurück zu den Abernathys. Und dann können wir auch... Ach, guck mal. Wen haben wir denn hier noch? Linker Arm. Haben wir den linken Arm jetzt schon? Nein, mitnehmen. Für die Sammlung. Hier ist nichts in der Kiste. Gut. Jetzt aber wirklich, ne? Oh, Entschuldigung. Verdammt. Der beste Kram kommt offensichtlich noch. Ich muss geduldig bleiben. Das ist Fallout 4. Hier ist immer was versteckt an jeder Ecke. Nein, zu billig. Lohnt sich nicht für den Verkauf. Dogmeat, bitte nicht. Bitte nicht das Klebeband runterkicken. Sonst müssen wir nochmal runter. Komm her. Komm hierher. Danke sehr. So, Klebeband. Bis wir dann selber in die Kleberproduktion eingestiegen sind mit Gemüsestärke. Das müssen wir dann dementsprechend natürlich auch noch anbauen. Das, was wir für Gemüsestärke brauchen. Noch ein Pümpel. Ich werde ja nicht mehr. So, gut. Es reicht. Ich glaube, wir sind durch. Ich positioniere mich mittig. Check die lokale Karte mit R. Das sieht... Ja, ziemlich geklärt aus. Noch weiter raus, bitte. Aber hier kommen wir gar nicht hin jetzt mit der Karte. Ich glaube, wir sind fertig. Ne? Was sagt der globale Marker? Abgeschlossen. Wie schön. Und hier endet jetzt auch meine Aufnahme, meine werten Ödländer. Wir sehen uns zum Anfang der nächsten Folge wieder auf der Abernathy Farm. Oh, Entschuldigung. Abernathy Farm. Und dann geht's ganz kurz nach Sanctuary zurück. Die Lage dort checken, versuchen, ob wir die Rucksäcke anders aussehen lassen können. Und das wird einfach fantastisch. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss.